Yo, hey, wie geht's dir? Gut? Was machst du gerade? Ah, cool, die gute alte Dagi Bee. Du bist Fan? Und wo sind deine Fanposter, Fanbriefe, Fanfictions und dein eigener um Aufmerksamkeit ringender Beauty-Kanal? Was? Hast du alles nicht? Dann herzlich willkommen zum Wie werde ich YouTuber? Fangirl. Oder Boy. Step Nummer 1. Beauty is my life. Und das sollte auch dein Motto sein. Schließlich magst du, vergötterst du Dagibi, Bibi und Co. Deswegen solltest du natürlich auch sämtliche Beauty-Produkte selbst ausprobiert haben. Angefangen mit einfachen Cremes. Über Reinigungswässerchen. Ich glaube, das macht man anders. Hinweg zu Haarpflege und Hautpflege. Bis hin zu anderen Hygieneartikeln, die jede junge, starke, selbstbewusste Frau braucht. Ja, schnell weiter im Text, bevor hier noch irgendwer Anzeige gegen mich erstattet. Step Nummer 2. Beauty Queen, Bibi und Prinz Sami Salami sind natürlich Mittelpunkt deines Lebens. Das Problem dabei leider ist, diese unglaublich tollen Menschen wissen nicht mal, dass es dich gibt. Ändere das! Dazu eignen sich auf der einen Seite süße, herzzerreißende Kommentare, welche von deiner Liebe zu den Beautys zeugen. Oder aber viel besser, schreibe Fanbriefe. Liebe Dagi, ich bin ein großer Fan von dir. Dein wohlgeformter Busen lässt meinen Zauberstab prachtvoll aufblitzen. XOXO. Deine Schminktipps sind so awesome. Als ich einmal einen Tipp für Smoky Eyes verwendet habe, wurde ich mit Olivia Jones verwechselt. XOXO. Ich hasse alle deine Hater und Nachmacher, diese Secondhand-Wannabe-Beauty-Bitches. XOXO. Wenn du mal Zeit hast und nicht damit beschäftigt bist, so schön zu sein, dann schau doch mal bei mir vorbei. Ich habe auch einen Kanal. Beauty is my life. In Liebe, dein allergrößter Fan XOXO. Step Nummer 3. Vorbilder sind da, um nachgeahmt zu werden. In diesem Falle sogar, um von dir nachgeahmt zu werden. Scheiß erstmal auf eine tolle Kamera und qualitativ hochwertige Produkte. Wichtig sind ein IKEA-Regal im Hintergrund und gute, schlichte Beleuchtung. Sehr schlichte Beleuchtung. Wahnsinnig schlichte Beleuchtung. Hallo? Hallo? Boah, Alter, mach das scheiß Licht wieder an! Andernfalls könnte man Fältchen oder andere Hautunreinheiten sehen. Ein absolutes No-Go. Sowieso wird deine krass strahlende Liebe zu Sami, Bibi, Dagi und Co. das ganze Bild erhellen. Und jetzt werden die Beauties stolz auf dich sein. Ich bin es jedenfalls. Guck mal, wie rein diese Haut ist. Da haben wir auf jeden Fall heute wieder ganz, ganz viel gelernt. Du hast gelernt, oder? Ja, ich habe auf jeden Fall was gelernt. Wahnsinn, unglaublich. Schöne Grüße an Dagi und Co. Wenn ihr einen Vorschlag habt, was wir als nächstes parodieren sollen, schreibt es uns unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auch einen Daumen da. Oder wenn ihr nicht mehr verpassen wollt, kann man auch ein Abo hinterlassen. Ja, sicher. Ja, ja sicher. Ne? Und wenn ihr die absolute Härte wollt, dann kauft euch hier so ein Schokodeo. Denn das stinkt richtig ekelhaft. Bevor das jetzt zu lange wird, ich wünsche euch noch was. Bis zum nächsten Mal, euer Buddy und Stinker. Hodor! Du bist so ein Spassi, Alter. Das ist ein